Es flacken die Segel, sie achten den Wind und das Schiff wird gewiegt wie ein Kind. Von den Wellen, sie werden es verragen, während dreimal sieben Tagen bis das Sternentor beginnt. Was wir hinter uns erlassen, es war uns mal teuer, doch ein Land aufersteht ungeheuer. Wir haben Menschen sich verändert, sich vermehrt, ungehindert, eingeschwürt wie schmutziges Feuer. Es geht sanft in die Nacht, alle sitzen an Deck, betrachten Sterne, vielleicht unser Blick zwischen Lyra und Schwan, einen Zipfel berührt von dem goldenen Kahn, der durch Sterne hochführt. Und die Hoffnung wird geschürt. Stöhnen die Segel, sie flehen den Orkan, möge er seine Laune etwas zügeln. Sachte, sachte, wir müssen dich errügen, nur Segel, noch nicht Flügel, noch blieb einiges ungetan. Denn nach jedem Sturm ein seltsames Licht erhält den Ozean. Erzählen Wale uns Legenden, Delfine Beifall spenden, zwischendurch so ganz spontan. Es geht sanft in die Nacht, alle sitzen an Deck, betrachten Sterne, vielleicht unser Blick zwischen Lyra und Schwan, einen Zipfel berührt von dem goldenen Kahn, der durch Sternentor führt. Und der Glaube wird geschürt. Wir verließen das Feste, tauschten das Land für schwankend Küstensand. Mit bangen Fragen wird das bisschen Mut uns tragen, bis hinauf zum Sternenrand. Doch die Segel, die tapfer, sie ehren die Brise, nutzen jegliche Brise. Wenn sie rollen, rollen, schnattern, heißt es Schluss dem Herzensflattern. Amen aus mit euren Riesen. Es geht sanft in die Nacht, alle sitzen am Deck, betrachten die Sterne, vielleicht unser Blick zwischen Lyra und Schwan, einen Zipfel berührt von dem goldenen Kahn, der durch Sternentor führt. Und auf See für alle zweibeinige, einigermaßen aufrecht gehende Erdlinge, die sich gern in Zukunft auch weiter gern Menschen nennen möchten und nicht Verbraucher oder Steuerzahler oder sonstige Gruppen Ego-Schimpansen, stellen sich zurzeit mit gewaltiger Dringlichkeit folgende zwei Fragen. Was soll das Ganze? Was ist passiert? Fangen wir an mit letzterer Frage. Wie war das möglich? Ganz einfach. Verstärkt
Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat der Mensch abstrakt denken gelernt, immer komplizierter, bis ins Virtuose, ins Brillante. Dafür bringt er, ins 21. Jahrhundert angekommen, kaum noch einen echt vernünftigen Gedanken auf die Beine, außer wenn es um Technik, Informatik, Schmalspurphysik oder anorganische Chemie handelt. Mit dem Lebendigen in der Schöpfung haben diese Wissensbereiche nur beschränkt Berührung. Deshalb fällt der Wert dieser Ausnahme in sich zusammen. Die Finanzkrise hat das dem letzten Zweifler deutlich gezeigt, insofern er es begreifen will oder kann. Es gibt nun einmal einen Riesenunterschied zwischen gutem Denken und guten Gedanken. Lichtgedanken, wie Lichtgeschenke. Bildhaft gesprochen, gutes Denken vermag es, in einem unbeleuchteten Zimmer durch umständliches Herumtasten ein ungenaues Bild zu vermitteln davon, wie das Zimmer aussieht und eingerichtet ist. Ein guter Gedanke, ein Lichtgedanke dagegen schafft das vollkommen und im Nu, indem er das Licht einschaltet. Denken versucht, einen Weg zu finden durch ein komplexes Labyrinth. Gedanken erheben sich und erblicken den Exit mühelos. Denken ist statisch, Gedanken sind dynamisch. Auf Deutsch: Wenn Denken sich für einen Weg entscheidet, kann es sein, dass dieser ihn unvorhergesehen bis vor einen Graben führt, ohne vorhandene Brücke. Der Gedankenweg dagegen läuft oft synchron, was heißt, er ist imstande, irgendwo und gleichzeitig jemanden auf die Idee gebracht zu haben, gerade an dieser problematischen Stelle eine Brücke zu bauen oder eine heruntergekommene zu reparieren. Dieses wird dann nicht bewirkt von der unsichtbaren Hand des Marktes, denn der ist höchstens zuständig für potemkische PR-Brücken, die nicht halten, was sie versprechen. Was ist ein Elefant? Fragen sich Denken und Gedanken. Gedanke sucht dazu eine höhere Warte in Ruhe. Findet er keine, macht er wenigstens einige Schritte zurück, sowie einen Kreis um das Tier, damit er es in seiner relativen Ganzheit erfassen könne. Denken dagegen geht näher und näher dran und der beinahe Vorlauteste sagt: Ein Elefant hat zwei Augen, zwei Ohren, Stoßzähne und einen Rüssel. Das Ganze auf zwei Pfoten. Nein, schreit der Nächste, er hat vier Pfoten, einen Rüssel und einen Schwanz, aber keine Augen. Ist doch Quatsch, seufzt der Dritte. Die Pfoten, der Schwanz, ja, aber alles andere ist falsch. Komischerweise setzte der sich durch. Vielleicht, weil er auf Anhieb den größten Zulauf an Studenten bekam. Anscheinend ist es am Hinterteil des Elefanten am sensationellsten oder am wärmsten vielleicht.
In dem Bereich installierte dann auch irgendwann ein seeländischer Studiosus sein Vergrößerungsglas. Und spätestens ab dann waren sich alle sicher. Ein Elefant, das ist ein Riesenanus, tausendfach belegt. Seitdem haben wir von diesem edlen Tier nur den Mist kennengelernt. Quantifiziert, in unzähligen Modellen durchmathematisiert. Und aus der Doppelbrillenglaskonstruktion wurde das Mikroskop elektronisiert, bald sogar photonisiert. Ach, es ranken die Gedanken, sich empor wie Kletterrosen, schenken ihr schwerelosen Flatterblätter allen Winden. Flatterblätter allen Winden, wie sie halten, wie sie binden. Erdgebundener kannst du halten, kannst du erhängen, wer das entfalten. Alles Daseinssinn heißt Streben, und des Strebens Lohn heißt Geben. Freudig, wenn die Blätter fallen, Rosenteppiche breiten teilen. Schranken, Lichtgedanken greifen höher in die Lüfte, schenken neue Blütendüfte, Genossen harren in der Hülle. Genossen harren in der Hülle, als du strahlst. Des Glückes Fülle.